Ja, hallo liebe Hanna, schön, dass du dich bereit erklärt hast zu dieser Rubrik 5 Fragen an. Herzlich willkommen, alle die eingeschaltet haben. Ihr kennt es vielleicht schon, die Rubrik 5 Fragen an. Also ich stelle immer dieselben 5 Fragen an verschiedene Menschen und finde einfach spannend, was da für Antworten kommen, wie unterschiedlich die sind. Also ihr könnt auch mal in die Playlist reinschauen, die verlinke ich euch da oben über Hannas Kopf. Und ja, bist du bereit? Wollen wir loslegen? Ja, machen wir. Als erstes mal für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, worum geht's da? Ja. Was? Erzähl mal ein bisschen Ich was. Bin Hanna, ich bin 32, ich habe einen 6-jährigen Sohn. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt Hanna Dette, sei du selbst. Da geht es um Minimalismus, Selbstliebe, Veganismus. Genau, und den habe ich letztes Jahr gestartet, im Februar. Und da verbreite ich jetzt einfach meine Videos und teile so mein Leben mit. Ja. Und du gehst ja auch viel auf Reisen und dann nimmst du die Leute da mit. Genau. Und so. Das ist ja auch immer ganz schön zu sehen. Ja, wir waren jetzt 7 Monate auch in Asien unterwegs. Genau. Leider haben wir uns ja nicht getroffen, obwohl wir, ich glaube, wir waren sogar auch zur selben Zeit. Also hat sich ein bisschen überlappt. Ja. So, ne? Ja, genau. Gut, dann schießen wir mal los. Du bist ja auch so, sag ich mal, auf diesem bewussten, alternativen Weg unterwegs. Auch so mit deinen Videos und so, kannst du noch den Punkt benennen, wie das bei dir so angefangen hat? Also was war, hat sozusagen diesen Klick gemacht, so hey, ich will irgendwas verändern in der Welt, ich will irgendwie bewusster sein und nicht mehr einfach irgendwie so wie vorher weitermachen. Was war da so der Auslöser? Also vor allen Dingen die Geburt von Osmo. Damals war ich jetzt noch nicht so mega alternativ unterwegs, da bin ich auch noch, sage ich mal, zum ganz normalen Hausarzt gegangen, habe bei einem Schnupfen direkt Medikamente genommen und so weiter. Und auf einmal war ich schwanger und dann habe ich dieses Kind geboren und schon in der Schwangerschaft überlegt, naja, das, was ich esse, kommt ja auch zu meinem Kind. Und dann war er da und dann habe ich überlegt, na, was esse ich jetzt, das kriegt er durch meine Milch. Und was ist, wenn er krank ist? Und ich habe halt ganz viele Bücher einfach gelesen. So Thema Attachment Parenting, so stillen, tragen, windelfrei, wie sagt man, bedürfnisorientierte Elternschaft. Und damit fing das im Prinzip alles an. Und dann einfach die Menschen, die so auf diesem Weg der Elternschaft mir begegnet sind, mit ganz vielen verschiedenen Erfahrungen und Meinungen. Und ja, dann vegane Ernährung kam in mein Leben durch jemanden, den ich auf dem Markt kennengelernt habe, dann Attila Hildmann, der ja auch ganz viele vegane Kochbücher gemacht hat. Die beiden haben mich total inspiriert, also was das Essen betrifft, auch nochmal eine Nummer mehr nachzudenken. Ja, beim Arzt, glaube ich, war ich schon lange nicht mehr, außer vielleicht mal ein paar Werte checken zu lassen. Aber wenn ich einen Schnupfen habe, dann habe ich halt, also 7 Tage kommt, 7 Tage geht's so, da passiert nicht mehr viel. Ja, und die eigentlich. Gar nicht mehr so mal so. Ja, das war Osmo, war eigentlich der Auslöser, sich mehr Gedanken zu machen, weil man auf einmal nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern auch noch die Verantwortung für jemand anderen trägt. Und man will dann irgendwie so das Beste für sein Kind und auch für sich selbst natürlich. Ja. Und was ist das bei der veganen Ernährung? Warum, was ist da sozusagen dein Hintergedanke? Warum bist du vegan sozusagen und denkst, das ist besser als jetzt mit Fleisch oder vegetarisch oder so? Also erstmal muss ich sagen, ich bin nicht so ein militanter Veganer, sondern ich lasse einfach jeder geht seinen Weg. Und manche kommen vielleicht zum Vegetarismus oder Veganismus und manche bleiben halt bei ihrem Fleisch. Und das, früher war es für mich nicht so einfach, das zu akzeptieren, aber jetzt bin ich auch an dem Punkt, da will ich keinen mehr missionieren. Sondern das ist einfach ein Weg, ein Prozess oder es ist eben nicht. Oder am Ende des Weges bleiben sie trotzdem beim Fleisch. Und ich bin da auch hingekommen, durch Osmo tatsächlich, weil ich bin schon Vegetarierin seit meinem 8. Lebensjahr, bis auf Gummibärchen, weil ich nicht wusste, da ist Gelatine drin, und habe mal mit 18 eine Bratwurst gegessen, besoffen, Karneval, so. Naja, und dann kam Osmo und dann dieser Mensch vom Markt, der mich immer zur Rohkost bringen wollte und der dann gesagt hat, hier, ich habe so Bücher über die, weiß ich nicht, Sonnendiät und Bruka und Ehre, diese alten Bücher, die es da alle gab, und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, so, wo kommt die Milch her, was steckt da für ein Prozess dahinter? Und gerade dieses Muttersein und dann dieser Vergleich mit der Kuh, mit dem Kind, das wird weggenommen, und deswegen war es für mich einfach ganz klar, geht nicht. Aber ich sehe mich dadurch, dass ich jetzt vegan esse, nicht als bessere Menschen oder so, sondern
ich sag mal, es gibt so viele verschiedene Filme auch, die man sich angucken kann. Hier Gabelstadtskalpell, Earthlings, Cowspiracy und dieser What the Health, die gibt es ja auch auf Netflix. Und das finde ich einfach mega interessant. Gerade What the Health zum Beispiel hat mir auch gezeigt, so wie diese ganzen Konzerne, Pharma, Milchindustrie und so weiter zusammenhängen mit ja, diesen, die sich eigentlich gegen Krebs und gegen Diabetes einsetzen. Die werden gesponsert von den, also es ist einfach sehenswert. Vielleicht kann Kathi euch das auch unten in der Infobox mal verlinken, die Filme. Ich versuch's. Ja. Wenn ich sie finde, okay. Ja. Die nächste Frage ist, was ist dir wichtig im Leben? Kannst du da so, wofür lebst du sozusagen, wofür setzt du dich ein, was ist so? Ja, also ich sage immer zu Osmo, das Einzige, was wichtig im Leben ist, ist glücklich sein und Liebe. Also das ist so das, wo ich denke, das ist wirklich wichtig. Also wenn man zufrieden ist und glücklich und liebt und geliebt wird, dann ist alles andere irgendwie egal. Mhm. Ja. Schöne, knappe, kurze Antwort. Ja. Gut. Ja. Die nächste Frage lautet, kannst du uns drei Dinge nennen, die dir Kraft geben? So, wo kriegst du deine Kraft so her? Mhm. Weil du bist ja schon, also ich nehme dich schon immer auch als sehr lebensfrohen und ja, du machst so dein Ding. Mhm. Woher schöpfst du das? Auf jeden Fall auch, also durch meine Freunde, die mal auf mein Kind aufpassen, damit ich einfach Freizeit habe. Mhm. Dann habe ich ja auf Reisen dieses Makramee kennengelernt. Mhm. Das mache ich total gerne. Also es ist Schmuckherstellung durch so eine Knüpftechnik und das entspannt mich total. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal Hannas Shop, der ist, da könnt ihr die ganzen Sachen sehen, richtig schöne Sachen. Ja, es kann wahrscheinlich nicht viel drin, aber kommt jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen rein. Ja. Und ich bin ja auch so eine Handwerkerin und bin da auch sehr interessiert von dem, an dem, was du so machst. Und ich finde echt die Fortschritte oder die Entwicklung, was du da so, du hast echt dein Ding gefunden, ja, so total. Da drin. Ne? Ja. Und voll schön, wie kreativ du dich da so ausdrückst. So. Ja, voll, da bin ich auch richtig dankbar. Also wenn diese 7 Monaten Reisen zu was gut war, dann auf jeden Fall dafür, dass ich das gefunden habe. Ja. Weil ich sonst nie jemand war, der sich so für was begeistern konnte und dann dabei geblieben ist. Okay, also Freunde, Makramee. Und das Dritte? Das gibt mir noch Kraft. Also jetzt schon spontan wird mir da eigentlich gar nichts einfallen. Also aber doch, die Natur. Also in der Natur zu sein, ja, das gibt mir auch Kraft. Irgendwo im Wald, wo keine Menschen sind oder mit Osmo oder mit ein paar Menschen nur spazieren gehen. Also ich liebe es, spazieren zu gehen auch. Schön. Natur ist schon richtig oft gefallen jetzt hier in der Rubrik. Ja. Das scheint echt so ein Schlüssel zu sein. Mhm. Ja. Dann jetzt als nächste Frage. Kannst du den Menschen da draußen einen Tipp geben für ein zufriedenes Leben? Wie man so da so hinkommt? Mhm. Ein zufriedenes Leben. Ich habe jetzt gemerkt in den letzten Jahren, einfach dadurch, dass ich bewusster geworden bin, mir noch mehr Gedanken mache und auch positive Gedanken, zum Beispiel halt einfach positives Denken und Dinge zu visualisieren, dass das mir total geholfen hat, zufriedener zu leben, auch sich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, auch andere zu lieben, wie sie sind, nicht immer so diese Neidgedanken oder sich über andere lustig zu machen, sondern einfach so die Ruhe, die Zufriedenheit in sich selber auch zu finden. Kannst du mal so ein Beispiel bringen? Wie machst du das mit dem Visualisieren? Was, also wenn ich jetzt einen Kindergartenplatz haben möchte für meinen Sohn, dann stelle ich mir vor, dass ich genau diesen Kindergartenplatz in dem Kindergarten bekomme. Mhm. Und dann klappt das auch. Ah, okay. Ja, so zum Beispiel. So mache ich das. Ah, okay. Ja, so habe ich auch schon 1, 2, 3 Gewinnspiele gewonnen. Osmo hat den Kindergartenplatz bekommen. Ich visualisiere gerade den Schulplatz für die freie Schule nächstes Jahr. Ich sehe ihn schon in die Schule reingehen. Mhm. Ja. Also so tatsächlich. Da gibt es auch ja bei YouTube ganz viele Videos. Ich weiß nicht, ob du auch bei deinem Kanal schon was drauf hast. Mhm. Nee. Ja, da gibt es ja auch den Film The Secret. Mhm. Den habe ich nämlich auch gesehen. Ja. Ja. Mhm. Hatte auch früher in meiner Wohnung eine Visualisierungstafel hängen am Kühlschrank. Ja, die kenne ich noch. Ja. Ja. Warst du mit Osmo schon in der freien Schule? Habt ihr euch das schon angeguckt? Ja, vor 2 Jahren. Ah, okay. Mhm. Beim Tag der offenen Tür. Ja, da hast du doch auch den Freund von mir getroffen, oder der konnte sich an dich erinnern. Okay. Ja, sehr. Ja. Die letzte Frage ist, oder es ist eigentlich keine Frage, sondern
kannst du oder möchtest du gerne so ein Herzensanliegen von dir so teilen, was du quasi in der Welt bewegen möchtest oder ja, was dir so am Herzen liegt und wichtig ist, dass das als Botschaft so rausgeht. Ja, das ist ja auch das, was ich mit meinem YouTube-Kanal mache, also um eben was in der Welt zu verändern und wenn es nur, also 5 Menschen sind, die ich erreiche, ne? Und es sind aber fast 27.000 Menschen, die so meine Videos gucken, je nachdem, was es für ein Thema ist, aber einfach zu sagen, ja, sei du selbst, liebe dich selbst, das ist mir total wichtig, nicht auf diese ganzen gesellschaftlichen Normen, Konventionen so, hier 90, 60, 90 ist auch nicht schlecht, aber wenn wir jetzt irgendwie eine Heidi Klum haben mit Germany's Next Topmodel, die Mädchen, die jungen Mädchen da total runter macht, was weiß ich, weil sie eine Achsel nicht richtig rasiert haben oder dreckige Füße beim Fotoshooting oder hier, du wiegst 2 Kilo zu viel und die sieht schon irgendwie nicht mehr gesund aus, dann finde ich das total schrecklich. Mhm. Und das ist mir echt so eine Herzensangelegenheit, dass alle Menschen zufriedener werden, auch mit sich selbst, sich so akzeptieren, wie sie sind. Und wir sind nun mal alle nicht perfekt und haben auch nicht alle den perfekten Körper und das ist auch okay. Mhm. Ja. Ja. Ich finde, das lebst du auch total so wahrhaftig. Ja. Das finde ich immer. Ja, da gucke ich auch immer gerne deine Videos und so dazu. Mhm. Sehr inspirierend. Also schau da auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich. Ja, Hanna, da sind wir schon am Ende. Ich danke dir sehr für deine inspirierenden Antworten und den Austausch. Ja, genau. Und ja, ich wünsche euch, ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet und möchtest du auch einfach abschließende Worte sagen? Nein. Abonniert Katis Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert Hannas Kanal und schaut da auf jeden Fall vorbei. Das war jetzt nicht geplant, danke. Nee. Ich vergesse das auch immer in meinen Videos zu sagen. Und es wird immer gesagt, macht das auf jeden Fall am Ende. Man kommt sich immer voll bescheuert vor, aber es bringt Abonnenten. Die bleiben dann nämlich dabei. Ja, und ich finde, beide Kanäle lohnen sich. Ja, die lohnen sich. Wir haben, ja. Gut, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.